Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir im Nefkara auf Legende und 18. Nein, FC Everton, bleh, schon wieder. Pellegrini trainiert sein Essen ziemlich durchwachsen. Fans, Menschen fragen sich, ob es sich gelohnt hat. So, wir schauen mal. Wir haben ja hier noch Spieler auf der Wunschliste. Da ist auch Nandes zum Beispiel bei 5 Millionen übrigens für Paulo Setsu. Rechtsverteidiger Patrick Darby. Boah, der ist natürlich echt geil. War der nicht auch groß? Oh, ganz, ganz wichtig, dass wir den Vertrag bekommen. Ja, hier naht Hernandez bei Burnley. Der ist natürlich Abfangballkontrolle, Kurzpass und Ausdauer ist er natürlich stark. Das hier ist der andere Spieler, der mich interessiert. 1,83. War denn, die hatten hier doch noch ein Riesentalent irgendwo. Wer war denn das Riesentalent von euch? Weil, dass du hier ein Riesentalent bist, ist eigentlich irgendwie schon klar. Ist nicht noch einen, den ich beobachte, der so ein Riesentalent ist? Ah, ich weiß es nicht. Guck mal kurz auf Kalender, da müsste eigentlich als nächstes Europa League anstehen. Korrekt. Dann geht's los, Everton gegen Chelsea heute die Partie. Hier in unseren weißen Auswärtstrikots bei heiterem Wetter. Nur Mastur, der ist müde, der Rest kann spielen in unserer A11. Das ist gut. Das war der Plan. Mastur sitzt auf der Bank, Luciano, Ünal, Galloway. Das passt alles. Tosun müde. Und Berardi ist wieder dabei, genau wie Beli. Chelsea wird heute wahrscheinlich anders spielen als gestern im Capital One Cup. Vermute ich zumindest. Die werden ja wohl nicht sich nochmal so hart der ersten Halbzeit demütigen lassen von uns. Wir springen rein in die Partie. An der Stamford Bridge empfängt uns der FC Chelsea. Heute Spieltag Nummer 7. Wieder einer der großen Clubs in England. Und wir vor der Brust haben. Liverpool war schon dabei. Und Man U. Fehlt noch City. Ah, die spielen aber keine starke Saison. Ich denke mal, Chelsea heute anders aufgestellt. Wobei ich Pierson schon sehen kann. Und Cuadrado. Aubameyang und Traoré. 5 Einsätze, ein Tor. 7 Einsätze, ein Tor. Naja, das ist von beiden eine schlechte Leistung. Aubameyang spielt heute von Beginn an. Teurer Transfer. Ja. Viel, viel teurer als bei uns Traoré. So sieht's aus. Konsuma, Kallas, Baba. Hinten in der Verteidigung mit Coleman. Begovic wieder am Tor. Ramirez, Miguel. Mikkel. Vinicius, Aubameyang, Pierson, Cuadrado. Ja, es ist eine ähnliche Elf eigentlich. Wie im Capital One Cup. Nur dieses Mal mit Aubameyang von Beginn an und Cuadrado statt... Ich weiß gar nicht, wer sonst gespielt hat. Unsere Aufstellung ist... drei Spieler, das Mittelfeld ist getauscht. Die drei Mittelfeldspieler tauschen, ansonsten ist es dieselbe Elf wie gestern auch. Mit Depay, Diofeo und Traoré in der Startelf, der gegen seinen Ex-Club spielt. Memphis Depay, ich habe von Chelsea und von... von Chelsea und von Manu jeweils einen Spieler geholt. Von Manu wenigstens auch einen Stammspieler. Wo erste Aktion über Aubameyang, die Flanke ist weg. Diofeo, Delufeo, Hallgate, rüber auf Moor. Gefährlich. Das war schön gespielt. Memphis Depay kriegt den Ball wieder zurück. Berardi. Mister, ich kann Ball immer halten. Wenn ich muss. Traoré. Depay. Abseits.
Der kommt gut rüber. Und Moa setzt den auch direkt auf Depay zurück. Der wird versucht abzugrätschen. Der Pass von Depay dann wiederum leicht abfangbar. Depay passt aber auf, holt sich den zurück. Diofeu wartet hier auf einen guten Sprung von... Ah, egal. Ich dachte irgendwie, da kommt einer raus. War nicht der Fall. Ärgerlich für mich. Ich hätte einfach mit Billy weiterlaufen können. Baba, Berardi und Beli haben heute ein schweres Spiel vor sich. Chelsea hat gute Mittelfeldspieler. Stones tickelt erstmal ein bisschen. Depay. Gut gemacht. Sua. Moa. Depay. Schlechter Pass. Ich hasse diesen Spasti draußen. Viel geiler noch. Jetzt, wo die Partie ist, steht er sogar direkt vor meinem Fenster. Ja, noch heftiger auf den Sack zu gehen. Natürlich kann er nichts dafür, wird dafür bezahlt, aber es ist trotzdem total nervig. Doch Leute, die mal entspannen wollen, eine anstrengende Woche hatten und dann kommt sowas. Leno schön gehalten, aber der Schuss war auch mehr oder weniger läppsch. Berardi schön rausgelegt auf Billy. Der legt den Ball schön weiter auf Depay. Der geht easy peasy ran und haut rein. Gutes Dribbling. Memphis 1:0 für Everton. Hier geht er dann vorbei. Hier hätte ich sogar nochmal auf Berardi liegen können. Aber Depay macht es dann doch selbst nach Vorlage von Billy. Chance von uns genutzt. Depay macht das schnell, dreht sich schnell mit dem Ball. Wir haben nicht nur Traoré vorne, den ihr beobachten müsst. Auch Depay ist ein gefährlicher Spieler. Diofeu. Wieder Depay, wieder drin. 2:0, direkt hintereinander. Doppelschlag von Depay. Aber einmal mal kurz die Geschwindigkeit erhöht. Hier viele schnelle Pässe. Zack, 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 zack. Und dann steht er da frei und dann haut er rein. 2:0. Das Kurzballspiel forciert von uns gerade in der Aktion. Und schon steht 2:0. Haben wir gerade nochmal auf den Turbo gedrückt. Direkt nach dem 1:0. Na, was macht Chelsea jetzt? Wir haben halt Depay vorne und der ist halt ballsicher und schnell mit Ball. Und mit Traoré jemanden, der auch sauschnell ist und die Bälle ablegen kann, was wichtig ist für unser Team. Aubameyang, der kann auch schießen, aber das war wiederum nichts. Berardi und Stones. Ball raus auf Diofeu. Noah. Billy und wieder Depay. Abgefälscht. Warum die beiden Innenverteidiger da stehen? Jemand, der das nicht spielen will, so wie ich. Ich flank ja nicht.
mag das auch nicht, wenn das so gespielt wird von uns. Traorés Pass war nicht schön, aber war auch von mir unüberlegt gespielt. Das ist nur... Da war übrigens Berardi, gerade mit dem Versuch, den Ball sich direkt zurückzuerobern. Insua gegen Marcos Vinicius. Berardi. Foul an uns. Bis zum Geier, das war auf jeden Fall ein Foul. Klares Foul. Obi Mikkel hier. Mit dem Distanzschussversuch. Holgate. Wow. Ballannahme war ja wohl gar nichts. 5. Boah, Berardi bekommt aber auch von Holgate den Ball scheiße serviert. Kann selbst der geilste Mittelfeldspieler der Saison bis hierhin nicht viel machen. Außer einen guten Pass nochmal spielen. Billy. Und der schickt den Ball richtig gut nach vorne. Nur gute Parade von Begovic. Billy hat Memphis wieder super in Szene gesetzt mit dem Pass. Und er kam einfach super geil. Und dann hier nur. Elva. Warum trittst du Billy so um? Das war total klug. Billy ist nämlich auch relativ ballsicher und groß. Und das war ein Bolzen von der Hintermannschaft von Chelsea bzw. von Guardado. Deofeo ist ja wirklich der beste Elfmeterschütze im Team. Jo, das ist er. Der ist aber nicht gut. Ändert aber nichts daran, dass er drin ist. 13:0 zur Pause. Wie auch gestern im Capital One Cup. Das zweite Spiel hintereinander gegen Chelsea innerhalb von ein paar Tagen. Und auch hier sieht es richtig gut aus für die Auswärtsmannschaft, für den FC Everton. Wir dominieren das Spiel. Haben am Anfang eine richtig, halt relativ schnell zwei Tore erzielt. Depay saustark, Berardi top, Billy top. Die beiden machen einen richtig starken Job, wie das von den beiden auch zu erwarten ist. Generell, die beiden sind super jung, blutjung und sind die Sechser unserer Mannschaft. Das war so geil gespielt! Das war so geil gespielt! Ganz ernsthaft! Berardi hat wieder seine ganze Technik rausgeholt. Hier, Billy direkt auf Traoré. Traoré direkt auf Billy. Und boah, das schön. Das 4:0. Ich hoffe, es ist Billys erstes Ligator. Ja, die Toffee-Fans hinten. Billy. Erstes Ligator. Und war das schön gespielt. Meine Fresse, war das gut. Es war schnell, vor allem war das wieder Berardi mit Zuckerballgefühl. Ich mag den einfach unglaublich gern. Der hat ja 97 Ballkontrolle mit 18. Mit fucking 18. Fucking 97. Musste erstmal schaffen. 97 Ballkontrolle in dem Alter. Viele Spieler von uns haben das nicht mal. Später geschafft. Nicht mal 80er Spieler von uns haben so eine Ballkontrolle. Berardi an. Der kann auch passen. Richtig geil. Der Ball ist richtig, richtig weit. Noah war nicht gut, der Pass. Ich dachte irgendwie, dass der besser kommt. So, die Außen, die sehen noch ziemlich fit aus. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir lassen einfach weiter erstmal so spielen bis zur 70. Minute oder so. Und dann wird doch dann mal rotiert bei den Sechsern. Da ist Prinz Berardi wieder.
Die Idee dahinter war eine richtig starke, hat nur leider nicht geklappt. Wäre nämlich jetzt der Versuch gewesen, direkt weiterzuspielen. Holgate wird stehen gelassen. Berardi. Und Holgate und Salah. Und Holgate macht das stark. Holgate macht die Ballannahme aber ganz, ganz schwach. Und dann kann er hier durchmarschieren. Wow. Na, der Ball wird länger und länger. Genau, das war gerade das Problem. Ne. Mohr stellt sich in den Weg. Die Pai geht schon mal was nach vorne. Mohr, nee, in Sua. Der war richtig gut. Leider kann ich den nicht ummünzen. Beli, starker Einsatz. Traoré, aber der war schwach. War ein lustiger Versuch von uns. Wir da mit dem Drehen und Schieben und bla. Beli geht wirklich die Puste aus. Wir werden doppelt wechseln müssen. Berardi, da kommt ein defensiver Spieler rein. Also ein Innenverteidiger. Natürlich Berardi, wer auch sonst. Ah, Traoré ist doch ein Linksfuß, ne? Schade eigentlich. Ich weiß es wirklich gerade gar nicht. Ich glaube, er ist Linksfuß. Wenn er den Pass mit rechts schlägt, ist er eventuell angekommen. Was Chelsea auch immer da macht, die können gerne damit weitermachen. Ist mir egal. Können gerne hinten den Ball hin und her spielen. Berardi, Noah, schwach gespielt. Ist kein guter Spieler im Mittelfeld. Nope. Da lasse ich gar nichts anbrennen. Der Ball geht raus auf Diofilu. Diofilu setzt sich an einem durch. Dann hat er keinen Ausdauerbalken mehr. Ist der Ausdauerbalken nämlich leer, dann ist Dribbeln vorbei. Scheiße, ist aber so. Der Wechsel. Beli und Berardi, die beiden Motoren, gehen raus. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Aber können jetzt auch nicht mehr. 78 Minuten gespielt. Tor geschossen, Torvorlage. Hörst du mal was entgegenkommen? Du hast ich schon abseits aufgehoben. Wow, letzten, wow. Das war ein sehr schwacher Ball von Innenverteidiger-Typ. Dankeschön, Leno. Er kann halt einfach mit rechts nicht schießen. Also, er braucht halt 100 Jahre, um den Schuss dann auszuführen mit rechts. Ist schon bitter.
letzten wirklich schwacher Pass. So wie das hier, das war eine Flanke nach oben, sollte das werden. Überhaupt nicht funktioniert. Moa, der Linksverteidiger, korrigiert den Bolzen. Alter, Noah kann echt nichts am Ball. zu 0 gewinnt Everton in Chelsea bzw. an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Chelsea war heute sehr machtlos. Hat keine Chance gehabt gegen uns. Memphis Depay hätte auch den lupenreinen Hattrick erzielen können innerhalb von 10 Minuten. Hatte nicht funktioniert, hatte nicht sollen sein. Erinnert nichts daran, an den starken Auftritt unserer Jungs. Chelsea wie mich heute One Cup auch in der Liga an die Wand gefahren. Und sie dann doch mal losgelegt haben mit unserem schnellen Fußballspiel. Und dann macht sich halt doch bemerkbar, dass wir schon 80er Spieler halt haben. Depay macht in der ersten Halbzeit halt den Unterschied. Berardi, und das ist Noah. Und wieder Depay. Wenn da nicht der Fuß zwischenkommt, sieht es auch wieder böse aus. Noah von Depay in Szene gesetzt. Dave Noah. Dann der Elfmeter. Nach Foul an Billy und Deofilu. Und das war einfach nur stark. Der Top-Pass zwischen Traoré und Billy und vorher das auch schon. Immer wieder mit Tempo auch Traoré. Chelsea ging nichts. Uns gehen irgendwann einfach die Puste aus. Das war gefährlich. Weil dann kam Aubameyang oben noch an. Und Moore musste noch das Laufduell gegen Aubameyang vorher gewinnen und das hat er dann halt nicht mehr geschafft. Hier Traoré, da hätte er seinen starken Linken nehmen müssen, beziehungsweise einfach mal schneller abziehen. Insgesamt war das aber eine verdiente Angelegenheit. Matteo Billy mit einer 9,0 geht er nach Hause. Saustark, gewonnen Zweikämpfe 3 von 3. Billy, der Mann des Spiels hinten, super geil gespielt. Da ging gar nichts. Moore und Jones gut, Insua war okay. Das war eine starke Demonstration unserer Kraft in dieser Saison. Zu was der Verein denn doch am Ende fähig ist, das hat man hier wunderschön gesehen. Das war schon echt der Wahnsinn, was wir da teilweise auf dem Platz gezeigt haben. Jetzt bim. Naja. Alles ein Punkt nach oben, aber Dribbling und Ausdauer bringt leider nichts ein für Berardi. Und der Rest hat es dann einfach nicht geschafft. Politano mal wieder mit einem F. Ja, Everton wirklich weiterhin auf der Siegerstraße. Dem ist so. Richet lieber Sir, schön, dass der auch in der Liste drin vorkommt. Jugendstab nochmal drüber schauen. Nee. Vor jedem Spiel werde ich immer nachschauen. Schauen mal an. 37, ne? Übel. Dann geht's eigentlich im Alter. Und dann hier Billy. Noah. Der 2 Millionen Mann. Politano natürlich noch.
Und dann Berardi hat sich auf 76 verbessert. Wow. Ohne Zutun. 10 Millionen wert. 10 Millionen mit 18. Mastu hat sich auch nochmal verbessert. Ist jetzt 79. Ihr seht's. Deepai hat sich auch nochmal verbessert. Ist jetzt 76. Wow. Ohne Zutun. Ein besser Dastehen unserer Spieler und Berardi halt mit 25% Marktwertsteigerung. Das ist schon geil. Wir schauen in den Teambericht rein. Leno verbessert sich auf 85. Holgate leider nichts. Stones auch nicht. Insua macht ein bisschen Boden gut weiterhin. Bleibt ein guter Innenverteidiger. Mohr stark in dieser Saison. Lorenzo Berardi für 9 Millionen gekommen. Setzt natürlich weiter Akzente. Muss natürlich sprinten, noch ein bisschen schneller werden. Matteo Belli, keine Frage. Harry Mastua, 2 Punkte schon die Saison gemacht, ohne trainiert zu werden. Richtig geil. Also bei dem muss ich gar nichts machen. Der trainiert sich selber. Das ist super. Diofiu, Traoré, immerhin Traoré pumpt. Traoré will besser werden und das sieht man ihm an. Er wird besser. Ausdauer geht nach oben. Ballkontrolle, Dribbling, alles wird besser bei ihm. Deepai ist auf 86 hoch, jetzt mit 25, hat 2 Punkte die Saison gemacht. Krönt sich eigentlich mit der überragenden Leistung für 40 Millionen gekommen. Jetzt einen Marktwert von 51 Millionen. Also der macht einfach das Spiel. Bei uns Traoré auch 7,7, 7,6, 7,7, 7,7, 7,1, 7,6 von Lorenzo Berardi. Das ist echt der Wahnsinn, was der da auspackt hinten teilweise. Mit 18 vor allen Dingen in der Liga. Politano natürlich noch, Luciano, Enes Ünal hat er ja schon auf 78 sich verbessert. Funes Mori geht auf 78 hoch, sehr schön. Auch als Ersatzspieler freue ich mich dann darüber, dass er ein bisschen besser geworden ist. Tosun verbessert sich minimal. Sonst eigentlich tut sich nichts. Kenny ist auf 60 hoch, hatte vor 59, aber wie gesagt, sonst tut sich hier hinten nichts. Ein paar Spieler haben sich wirklich verbessert, so wie Bernd Leno halt und Deepai und Berardi und Mastur. Das ist wirklich geil, dass die sich halt nochmal verbessert haben. Ist eine schöne Saison für unsere Jungs. Richtig geil, so zu spielen. Und an dieser Stelle werde ich mich von euch jetzt verabschieden. Gegen Sturm Graz spielen war. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton. Und wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein. Ciao, ciao!